Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei The Division. Ich war letzte Folge so in dem Gefecht vertieft, dass ich dann vergessen habe, auf die Zeit zu achten. Aber gut. Also wir sind immer noch in derselben Situation wie vorher, aber ich denke mal, kriegen das jetzt geregelt. So, fertig. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Okay. Was ist jetzt hier? Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsschutzschild gesenkt. Okay. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Einsatz abgeschlossen. Wir können den Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay. Also die Striche hier, die Linien, die zeigen uns dann so Routen, wobei ich glaube, der Inbetriebnahme des Operationsbasis jeden Flügel untersuchen. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke mal, die sind hier alle so ein bisschen story-relevant jetzt. Also würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal dann hier rein. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ja, dann fahren wir mal hoch den Rechner. Ne? Gucken wir mal. Schließen Sie ein, zwei, einen Tunnel, Checkpoint ab, um okay zu retten. Und okay, gut, das haben wir dann soweit geklärt. Da müssen wir noch was anderes vorher machen. Können wir hier noch irgendwas machen? Boah, das ist auch so alles so groß und so verwinkelt. Ne? Ich denke mal, kann man schon alle. Ich glaube, da kann man schon allein durch das gucken. Da hat man schon viel zu sehen durch das Herausfinden, so wo was ist, wie es ist. Gehen wir mal hier lang. Fertigungsstation. In der Beta nicht verfügbar, okay. Und die sehen hier auch alle ziemlich ernst aus. Das stimmt mit der Polizeiakademie nicht. Ich möchte da nicht hin. Ist todlangweilig. Okay. Was haben wir hier? Einsatzbericht anfordern. Nee. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gucken wir uns mal an. Lesen. So. Oh Mann. Ah, nice. Also kann man dann gucken, wenn man da unterwegs Leute, auch wie vorhin die Zivilisten, die wir entdeckt haben, dass man die, wenn man die entdeckt, dann kann man die dann sich hier anzeigen. Das ist nice. Nice. Hier haben wir Waffenhändler, Ausstattungshändler. Gucken wir mal hier bei den Waffen erstmal. Militär. Okay. Warte mal, Geldbörse. Naja, gut, wir haben leider nicht so viel genug Geld. Gucken wir mal hier.
bei der Ausrüstung. Bei dem Ausrüstungshändler haben wir aber, glaube ich, auch. No money. No money. No money. Passen Sie da draußen auf sich auf. Jawohl, Sir. Alles klar, Sir. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Ja, das ist ziemlich wichtig. Also nicht nur für uns, aber ich glaube mal, wir müssen dann auch hier wieder wahrscheinlich schon eine Mission abschließen. Genau. Den Doktor. Okay. Und ich denke mal, bei dem anderen wird das genauso sein. Bei dem letzten. Edna, kommen Sie mal rüber. Ich? Okay. Was wollen Sie sehen? Keine Objekte zum Anlösen. Ich glaube, das war's auch schon, Kollege. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hau mal ab. Naja gut, ich glaube, da können wir jetzt hier noch nicht so viel machen. Oder? Ah ne, da müssen wir aber auch in... Ich glaube, wir müssen da alle mal besuchen. Guck mal. Okay, ich glaube, wir müssen alle einfach mal besuchen. Machen wir mal. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Ja, und dann machen wir das einmal. Nein, ein bisschen zu schnell. So, genau. Okay. Ja gut, wir haben jetzt neue Ziele, Freunde. Dann würde ich mal sagen, laufen wir dahin. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ganz schön tapfer, die Frau. Muss man hier lassen. Ganz schön tough. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Einsatz abgeschlossen, in Betriebnahme der Operationsbasis. Ja, XP-Punkte, geil. Wie kommt der Einsatz entdeckt? U-Bahn-Leichenhalle, Einsatz entdeckt. Medicine Filter. Okay. Einmal kurz hier öffnen. Sturmgewehr, okay. Ja. Kann ich eigentlich was hier mit den Erfahrungspunkten machen? Aufklärungsdatenkarte, Fähigkeit. Ja gut, und wie wir sehen können, gibt es ja noch ein paar Bereiche, die sind noch nicht hier in der Beta einsatzbereit. Die gibt es dann erst im fertigen Spiel. Mal Fähigkeiten. Medizin. Okay, dann haben wir einmal Impulsgeber verfügbar. Verschickt einen Spürimpuls, den Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckung markiert. Wäre auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sicherheit. Legt einen tragbaren Blitzschild an, der Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegtem Schild nur die Sekundärwaffe benutzen. Okay. Boah, ich würde aber gerne auch mal hier wissen, wie man die Hilfswaffe, die Unterstützungswaffe benutzen kann. Falls jemand da was weiß, einmal bitte unter die Kommentare schreiben. Würde mich sehr drüber freuen. Oder ich gucke dann schon mal im Internet nochmal nach. Okay. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal weiter, ne? Gucken wir uns am an hier, was wir so jetzt noch machen können. Guck mal, dass wir die Operation Basis mal hier so ein bisschen zum Laufen bekommen.
Boah, aber das sieht schon richtig nice aus, ne? Und es ist auch jetzt dunkel, Abend oder Nacht. Das sieht schon richtig geil aus. Was haben wir hier? Guck mal, hier was machen. Ja. Hier dieser grüne Punkt da. Gucken wir da rüber. Nee. Verdammt. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter. Muss er da runter? Nein, er kommt nicht da runter. Also jetzt. Warte mal. Das will ich mal jetzt. Okay, hier kommt er so nicht runter, Freunde. Okay, ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber gut. Und auch mit Kreis, ne? Okay, dann müssen wir extra hier hingehen, ein bisschen höher. Und dann können wir dann runter. Sollen wir da zu dem grünen Feld hier gehen, auf dem Radar? Kommen wir da irgendwie rein? Vielleicht von hier? Oh. Oh. Was ist das? Wiederherstellung abgeschlossen. Ach so, nee. Wollen wir erstmal nicht. Ich möchte da rein. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie da, wofür jetzt auch die Echos sind, weil ich mich da jetzt noch nicht so viel mit dem Spiel auseinandergesetzt habe. Ich wollte mich da jetzt nicht zu sehr spoilern lassen. Deshalb würde es mich freuen, wenn jemand mir einen Kommentar dazu hinterlassen könnte, damit ich dann Bescheid weiß. Aber gut. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wow. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Ja, da geht's auch direkt schon los, Freunde, mit dem Einsatz. Aber ich sehe schon, wir sind auch gleich schon am Ende der Aufnahmezeit. Und ich würde mal sagen, dann machen wir mal hier kurz einen Break und sehen uns in der nächsten Folge bei The Division. Tschüss.